Das Radio F Porträt mit Sigi Hoger. Guten Abend, herzlich willkommen. Es ist Radio F Porträtzeit. Und heute Abend mein Gast kommt aus dem hohen Norden. Weit, weit von Usedom her. Ja. Da ist er, glaube ich, geboren auf dieser wunderschönen Insel. Und er hat das, glaube ich, das erste Mal hier jungfräulich nach Nürnberg geschafft. Ich freue mich auf Arno. Wirklich Arno Zillmer, Songwriter, Sänger, Gitarrist. Heute Abend bei mir zu Gast. Das neue Album ist im Gepäck. Es heißt Der Wanderer. Allerdings zu Fuß ist er nicht gekommen. Erstmal herzlich willkommen, Servus. Herzlich willkommen, Sigi. Und schönen guten Abend nach Nürnberg. Ja, das erste Mal hier im Frankenland aus dem hohen Norden mit deutschsprachiger Pop-Songwriter-Musik, so wie du die bezeichnest. Warum jetzt erst? Ich meine, du bist ja schon länger aktiv. Man darf das ruhig sagen, du warst jemand, der im Vorprogramm von Nina gespielt hat, von Udo Lindenberg. Das sind ja alles keine kleinen Namen. Eigentlich müsste man von dir ja schon mal dann hier im Süden was gehört haben. Aber nein, jetzt machst du dich zur Eroberung auf. Ja, das mache ich. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich diesen Weg für mich so definieren konnte. Und ich komme ja aus einer Zeit, wo ich als Club-Act gespielt habe, viel in Berlin und bei mir im Norden. Dort ist Arno schon wesentlich bekannter, aber es brauchte noch ganz viel Reifezeit, um dieses Album so vorzubereiten. Und ich bin froh, dass ich meinen Produzenten dann gefunden habe vor ein, zwei Jahren. Das ist Gunter Laudan aus Hamburg. Und der hat mit mir das Album aufgenommen und das so produziert, dass wir jetzt diesen Schritt wagen können. Und dieser gute Wein, der so reifen muss, das gönne ich mir und das ist auch in Ordnung. Also ich vermisse nichts. Nun ist das ja nicht von heute auf morgen entstanden, wo du jetzt stehst. Das heißt, viele gibt's ja, die greifen mal zur Gitarre oder setzen sich ans Klavier, sagen, ja, singen kann ich auch, Muttersprache bin ich auch noch mächtig, also mach ich mal hin und schreibe ein bisschen. Ja, das ist die eine Welt. Aber das andere ist natürlich, dass der lange, steinige Weg, dann endlich mal einen Produzenten auch zu bekommen. Genau. Jetzt du, wie lange hast du da letztendlich rumgeschraubt, bis es soweit war? Wenn ich es wirklich berechne vom Anfang an, dann sind es mittlerweile 15 Jahre. Also, dass ich wirklich als Frühteenie angefangen habe mit den Songs schreiben und so. Und ja, das braucht man auch gar nicht beschönigen. Das war ein steiniger Weg. Aber ich bin ihn gern gegangen und das ist auch in Ordnung so. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach den Glauben daran nicht aufzugeben. Also es war für mich immer klar, dass ich diesen Weg gehen will, wie lange es auch dauert. Und es ist schwierig, den richtigen Produzenten zu finden. Es gab viele Produzenten dazwischen, auch diese typischen Geschichten, du pass mal auf, dich mache ich ganz berühmt und hier und da. Und das fällt dann um, das geht vorbei, man trennt sich wieder, man fällt auf die Nase. Und ich bin heute froh, dass ich den Produzenten für mich gefunden habe, der mich erkennt, der auch die Musik so in der Auffassung mit mir teilt, wie ich das tue. Und wir sind zwei Freunde im Studio und jetzt ist einfach die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit, Ihnen einmal den Arno erstmal vorzustellen, akustisch nämlich. Das tun wir, das aktuelle Album Der Wanderer. Daraus spielen wir jetzt mal den Song der Popmusik. Der Begriff dieser Popularmusik ist natürlich einer, der ist so breit wie die Nordsee. Genau. Sagst du ja, definitionsmäßig ist das richtig oder trifft das nicht ganz so, was du magst? Ich selber bezeichne mich gerne als Pop-Rocker. Also Pop ist für mich, ich definiere Pop vor allem an besonders melodiösen Liedern. Dass du schnell einen Ohrwurm hast, dass du schnell mitsingen kannst, das ist für mich Pop. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt möglichst irgendwas kopiere, was momentan sehr, sehr viel Erfolg hat. Das hat für mich nichts mit Pop zu tun. Ich mache meine Musik und da ist es mir wichtig, dass die Melodien da sind, dass du sofort mitsingen kannst. Ansonsten sind meine Konzerte sehr, dass es sehr rockt und sehr losgeht. Und wenn man das betiteln darf, dann bin ich Pop-Rocker. Aber momentan scheiden sich die Geister. Wer ist Arno und wo stecken wir ihn hin? Ja, da machen Sie sich mal jetzt ein paar Gedanken drüber. Hier ist er mit Popmusik. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie hören das Radio F Porträt. Mein Gast ist Arno aus dem hohen Norden, Pop-Rock-Musiker, obwohl das Stück gerade Popmusik hieß, dass er Ihnen zum Besten gegeben ist, einen kleinen Eindruck schon bekommen. Das aktuelle Album, das er mir mitgebracht hat, ist Der Wanderer.
Und hat es eigentlich mit einer Wandgitarre begonnen bei dir früher, dass du mal irgend so ein Ding in die Hand genommen hast und sagst, okay, jetzt so kurz nach dem Kindergarten mal ein paar Liedchen getrellert, oder ist das erst später gekommen, dass du dich seriös mal hingesetzt hast, ich möchte jetzt mal Gitarre lernen und ich möchte auch mal vielleicht das eine andere Lied zum Besten geben? Es gibt eine Situation, an die ich mich immer noch erinnern kann, in der ich als Kind auf meinem Hof auf der Insel Usedom gestanden habe und mit einem Federballschläger wie der schlechte Otto Witz versucht habe, Gitarre nachzuahmen und Passanten auf der Straße das gesehen haben und das sehr, sehr witzig fanden. Also will damit sagen, das war schon immer da. Also ich wollte schon immer Musik machen, es war, Instrumente haben mich magisch angezogen und ich habe sehr früh angefangen, Lieder zu schreiben. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, es brauchte so diese Zeit, um das so zu entwickeln. Angefangen habe ich die Instrumente, also ich spiele Klavier und Gitarre, so Klavier mit 8, 9 Jahren begonnen und dann mit 11, 12 die Gitarre, später noch Bassgitarre und so. War es dann von Anfang an klar, dass du in deutscher Sprache schreiben wirst und singen wirst und nicht wie viele andere erstmal sagen, ja, ich muss Englisch hier, ne? Ich habe ganz klassisch die Garagenbandzeit hinter mir, habe ganz tolle englische Welthits geschrieben, die übermorgen in den USA gecovert werden. Hat natürlich alles nicht geklappt und irgendwann habe ich einen ganz wunderbaren Gesangslehrer in Berlin getroffen. Ich habe lange Zeit in Berlin gelebt, der hat mich sehr, sehr intensiv begleitet und der ist halt Native Speaker, ne? Also muttersprachlich Englisch, und der sagte dann irgendwann zu mir, Arno, hör auf da rumzukrampfen, mach das nicht. Du weißt, was du in deiner Sprache sprechen kannst, wie du sie bearbeiten kannst und nutzen kannst, und so bin ich darauf gekommen, dass ich sage, okay, bin mutig genug und spreche jetzt konsequent in meiner Sprache. Was ist denn dann die Herausforderung? Ist es dann, obwohl es die Muttersprache ist, leichter in der deutschen Sprache zu schreiben, der Umgang mit der deutschen Sprache in Liedform, als zum Beispiel Englische, wo ja viele sagen, es ist einfacher, weil man vielleicht Dinge mit einem Wort ausdrücken kann, wo du im Deutschen 2 Sätze dafür brauchst. Also ist es so für dich oder eher nicht? Am Anfang war es schwerer. Es ist heutzutage für mich leichter, weil ich immer mehr Freude daran habe, Metaphern zu bilden, die Worte so darzustellen, dass ich direkt treffe. Es macht mir viel Spaß. Also es ist eine positive Herausforderung. Früher müssen wir alle mal zugeben, es gibt verdammt irre englische Texte, die manchmal gar nichts sagen, und es macht mir viel mehr Spaß, das heute zu benutzen und zu gucken, wie kann ich formulieren, wie kann ich es machen. Also ich finde diese Herausforderung heute schön. Auf dem Album sind 12 Songs, und warum gerade, gab es da mehr, die zur Auswahl standen, oder hast du gesagt, nee, 12 habe ich jetzt ist gut so? Oder gab es einen Entscheidungsprozess, wo man gesagt hat, die kommen drauf und die nicht? Das war einer der schwierigsten Prozesse, die ich hinter mich gebracht habe. Mit meinem Team, mit dem Produzenten, mit meinem Manager André Schlegel, soll damit genannt sein und gegrüßt sein, bitte. Es ist ja so, dieses Album ist auf Deutsch gesagt ein Best of Arno, obwohl mich in Deutschland und hier in Nürnberg noch niemand kennt. Aber wie gesagt, ich habe eine ganze Zeit als Club-Act hinter mir, und es gibt im Raum Berlin, in MV und in Hamburg eine ganze Reihe Fans, die viele Songs mit mir definieren. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt ein Album produzieren, was deutschlandweit rauskommt, ist es unsinnig, dass ich jetzt komplett neue Songs dafür schreibe. Wir nehmen jetzt die Songs, die dich kleiden, die Leute, die dich kennen, mit dir definieren, und diese Songs wollen wir Deutschland zeigen. Und so war es ein sehr, sehr schwieriger Prozess, daraus 12 auszuwählen. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt erstmal nur 12, das ist kurz, knackig, und du kannst es definieren. Das war sehr schwierig, aber ich denke, ich kann heute zu 100% dahinter stehen. Wir haben die Songs genommen, die ich als Visitenkarte für mich nehmen kann. Nächste akustische Visitenkarte von Arno, das ist der Titelsong Der Wanderer. Um das Wandern an sich geht's da auch, oder geht's da eher um Wandern in Welten der Fantasien und was auch immer? Nee, es ist schon das richtige Wandern gemeint, aber eben wirklich dieses Umherreisen, auch umherziehen. Also mein Leben besteht seitdem daraus, dass ich oftmals umgezogen bin, immer im Sinne meiner Musik, immer geguckt habe, wo komme ich vorwärts. Das bringt viele Erlebnisse mit sich, auch zwischenmenschlicher Natur natürlich, und das verpacke ich in diesem Lied und meine Ansicht, doch jeden Moment einfach zu genießen und nicht immer zu nach vorne zu planen und dabei das Leben zu vergessen, wie John Lennon das auch so schön sagt. Und das ist damit gemeint. So, wie Arno Zimmer das mit seinen Worten sagt, das hören Sie jetzt im Titelsong des aktuellen Albums von Arno, Der Wanderer.